Meine Damen und Herren, das nächste Beispiel. Hier aus dem Beispiel sollte das hier schon hervorgehen, dass sich hierbei um den Zinseszins handelt. Also wir haben jetzt in den 200.000, die einer festverzinslichen Anlage bereitgestellt werden. Festverzinslich bedeutet, dass sich der Zinssatz nicht ändert. Also das ist ja genau das, was wir dann haben. Es gibt nämlich auch die variable Verzinsung, aber das kommt nicht dran. Festverzinslich heißt also, jedes Jahr habe ich immer den gleichen Zinssatz. Der Zinssatz betrage jetzt hier mal 2% und die entsprechende Zinszahlung wird immer am Jahresende dann ausgezahlt. Also wir haben jetzt hier dann die Zinszahlung am Jahresende, nicht am Jahresanfang, sondern am Jahresende. Und wir haben jetzt hier dann den Zukunftswert der Anlage zu bestimmen. Also den Zukunftswert der Anlage zum Beispiel jetzt hier nach 7 Jahren, das heißt, wenn ich jetzt hier dann 200.000 Dollar für 2% pro Jahr jetzt hier dann anlege, was ist jetzt hier nach 7 Jahren auf dem Konto? Das ist jetzt hier dann die Frage. Wir haben jetzt die Zinseszins, das bedeutet also, ich nehme jetzt hier dann den Zukunftswert, also die Formel hier, die ich jetzt hier dann auch schon aufgeschrieben hatte, das ist jetzt die Formel gewesen und das ist jetzt das, was ich jetzt hier dann abschreibe. Und dann muss ich jetzt hier dann nur, wenn ich den Zukunftswert berechnen will, muss ich jetzt hier nur wissen, was ist jetzt hier dann was? Also was sind jetzt hier dann die Parameter daraus? Also was ist zum Beispiel K0? K0 ist jetzt hier dann der Anfangsbetrag, das sind jetzt hier dann meine 200.000, offensichtlich. K0 ist jetzt hier dann die 200.000. Dann fehlt jetzt hier mir der Zinssatz pro Jahr. Wir haben jetzt hier dann 2%, also wir haben jetzt hier in der Aufgabenstellung 2% hier dann angegeben. Das entspricht jetzt hier dann 0,02. 0,02 ist ja 2%. 0,02 ist ja 2 geteilt durch 100%, ne, pro 100. So, dann fehlt jetzt hier noch die Laufzeit. Die beträgt jetzt hier dann 7 Jahre, finde ich jetzt hier dann auch in der Aufgabenstellung. Und das, was ich jetzt hier dann suche, ist der Zukunftswert. KN. Also nach 7 Jahren bei 2% bei einem Anfangsbetrag von 200.000. Was kommt dabei heraus? Na gut, dann nehme ich jetzt hier dann diese Formel einfach und setze jetzt hier dann die entsprechenden Sachen dann rein. Also hier sind dann 4 Parameter sozusagen in der Formel dann drin. 3 davon sind meistens immer unbekannt. Die müssen dann immer den 4. hier ausrechnen. Also hier bei der Aufgabe A ist jetzt hier dann der Zukunftswert. 200.000 für K0 plus 1 plus 0,02 und das Ganze dann hoch 7. Und dann holen Sie den Taschenrechner raus und geben das jetzt hier dann ein. Also 200.000 mal 1,02 hoch 7. Gebe ich jetzt hier dann ein und bei mir kommt jetzt hier dann 229, also machen wir 230.000. Ich runde jetzt mal ein bisschen auf. So, und das ist das Geld, was nach 7 Jahren auf dem Konto ist. Zukunftswert. Das ist jetzt hier dann der Zukunftswert dieser Zahlung hier. Danach, meine Damen und Herren, Teil B. Also bei Teil B ist jetzt gefragt, wie lange würde es dann dauern, bis sich der Gegenwartswert verdoppelt? Ja, vielleicht geht Ihnen das nicht schnell genug oder so. Ich sammle das jetzt hier nochmal. Alles bleibt gleich, also die Formel bleibt gleich, nur die Parameter ändern sich. Also wir haben jetzt hier dann 200.000. Der Zinssatz ist jetzt hier dann weiterhin aber 2%. Dann habe ich jetzt hier dann die Laufzeit, die gesucht ist. Also N ist jetzt hier dann gesucht. Aber wenn ich jetzt hier den Zukunftswert mir dann anschaue, Verdopplung, okay, also 200.000, also aus 200.000 werden wie viel? Aus 200.000 werden dann 400.000 offensichtlich. Das heißt, 200.000 soll jetzt hier dann zu 400.000 werden. Und hier ist dann die Frage, was ist dann die Laufzeit dafür? Also ich muss jetzt hier dann die Laufzeit bestimmen. Dafür setze ich jetzt hier dann den Zukunftswert ein, den Gegenwartswert und den Zinssatz. Gut, meine Damen und Herren, dann machen wir das gleich. Also hier, der Zukunftswert sind ja 400.000. Dann habe ich jetzt hier dann 200.000 hier für K0. 1 plus I, das ist jetzt hier dann 1,02. Sie können auch gleich 1,02 hinschreiben. Ich schreibe das jetzt hier mal ausführlich. Ja, und jetzt lösen Sie jetzt nach N auf. Zunächst mal möchte ich jetzt hier dann die 200.000 loswerden auf beiden Seiten. Ich kann das tun, indem ich jetzt hier auf beiden Seiten mit 200.000 teile. Das heißt, ich habe jetzt hier dann 400.000 geteilt durch 200.000, bekomme ich hier dann 2 raus. Dann fällt hier die 200.000 auf der rechten Seite, fliegt das dann weg und habe dann nur noch 1,02 hoch N übrig. Das schreibe ich jetzt einfach nochmal hin, also 1,02 hoch N. Alles klar, also wir haben jetzt hier dann durch 200.000 geteilt. Dann habe ich jetzt hier dann die Multiplikation hier, die hier steht, wieder durch die Division dann rückgängig gemacht. Und 400.000 geteilt durch 200.000 sind ja 2. Also wie komme ich jetzt hier an Exponenten dran? Es gibt jetzt hier dann 2 Möglichkeiten. Normalerweise, die meisten Studenten machen das dann so, dass sie den Logarithmus auf beiden Seiten dann ausrechnen. Das ist jetzt hier nicht falsch. Sie können es aber auch gleich jetzt hier dann umschreiben. Das ist jetzt hier dann n gleich. Und zwar, wenn Sie das jetzt hier mal anschauen, der Logarithmus von 2 zu Basis 1,02. Also 1,02 hoch was ergibt dann 2? Also mit was muss ich dann die 1,02 potenzieren, um 2 zu bekommen, das jetzt hier dann hier aus dieser Schreibweise zumindest dann zu erkennen, das was zu tun ist, oder wenn Sie auf beiden Seiten logarithmieren und mal angenommen, Sie nehmen jetzt hier dann den Logarithmus zur Basis e, bekommen Sie dann ln von 2 geteilt durch ln von 1,02 raus. Also das ist dann ln von 2 geteilt durch ln von 1,02 und das ist dann offensichtlich, meine Damen und Herren, ungefähr 35 Jahre. Wir haben jetzt hier dann in dem nächsten
Teil folgende Fragestellung jetzt hier dann zu beantworten. Wie groß müsste der Zinssatz pro Jahr dann sein, damit der Betrag nach 20 Jahren jetzt hier beispielsweise 1 Million erreicht? Und das ist das, was wir hier dann für die Laufzeit dann haben. Also K0 ist jetzt hier dann wieder 200.000, dann haben wir jetzt hier dann N gleich 20 und KN ist jetzt hier dann die Million, nicht wahr? Das soll ja hier dann aus 200.000 sollen jetzt hier dann 1 Million werden. Und jetzt ist der Zinssatz gesucht. Also von den 4, wie gesagt, sind dann meistens 3 angegeben. Irgendwie, irgendwo in der Aufgabenstellung. Sie müssen jetzt hier dann die letzten ausrechnen. Und das, was wir jetzt hier dann ausrechnen müssen, ist jetzt hier mal zur Abwechslung der Zinssatz. Okay, also wie viel Prozent müsste das jetzt hier dann quasi jedes Jahr gesteigert werden, ja, damit aus der 200.000 jetzt hier dann 1 Million werden. Wir setzen jetzt hier mal ein. Wir haben jetzt hier dann 1 Million. Und wir haben jetzt hier dann 200.000, jetzt hier dann für den Gegenwartswert, 200.000 ist der Gegenwartswert, 1 Million soll jetzt hier dann der Zukunftswert sein. Der Zinssatz ist gesucht, also wir haben jetzt hier dann 1 plus i und n ist jetzt hier dann gleich 20, also wir setzen jetzt hier dann die 20 ein. Wie komme ich jetzt hier dann an den Zinssatz ran? Das ist jetzt hier dann nicht schwierig. Zunächst mal möchte ich jetzt hier dann die 200.000 loswerden. Hier habe ich jetzt hier eine Multiplikation. Das bedeutet, ich teile durch 200.000 auf beiden Seiten. Also wir teilen jetzt hier dann die linke Seite durch 200.000. Und wir teilen auch die rechte Seite der Gleichung durch 200.000. Und das ist das, was jetzt hier dann passiert. Wenn ich jetzt hier dann 1 Million durch 200.000 teile, bekomme ich jetzt hier dann 5 raus. Und wenn ich jetzt hier dann die rechte Seite durch 200.000 teile, bekomme ich jetzt hier dann nur die Klammer raus. Okay, dann fällt jetzt hier nämlich dieser Faktor dann raus. Und hier, wie gesagt, auf der linken Seite habe ich dann die 5 stehen. So, ich möchte jetzt hier an den Zinssatz herankommen. Also wie komme ich jetzt hier an den Zinssatz ran? Und zwar, das mache ich dann, indem ich jetzt hier auf beiden Seiten, also die 20. Wurzel werde ich jetzt hier auf beiden Seiten dann nehmen. Also die 20. Wurzel auf der linken Seite und dann die 20. Wurzel auf der rechten Seite. Wenn ich jetzt hier dann die 20. Wurzel auf der rechten Seite mache, dann habe ich jetzt hier dann den Exponenten ja los. Und wenn ich dann die 20. Wurzel auf der linken Seite dann berechne, dann habe ich dann die 20. Wurzel einfach aus. Das schreibe ich jetzt einfach mal so hin und danach, wenn wir soweit sind, gebe ich jetzt hier dann einen Rundungswert hierfür dann an, aber das brauche ich jetzt hier dann nicht zu machen. Wir halten es einfach mal bei und dann bis zum Schluss und dann, wenn wir das dann nach i aufgelöst haben, dann können wir jetzt hier vielleicht einen Rundungswert dafür dann angeben. Also das Einzige, was ich jetzt hier noch machen muss, um das jetzt hier nach i aufzulösen, ist, dass ich auf beiden Seiten jetzt hier dann 1 abziehe. Plus 1 minus 1 ergibt dann i und 20. Wurzel von 5 minus 1 wird jetzt hier dann der Zinssatz sein. Ich vertausche jetzt hier nochmal auf beiden Seiten. Ne? Das heißt, hier habe ich dann minus 1 auf beiden Seiten und dann vertausche ich die dann auch. Ich löse jetzt hier also nach i auf und i habe ich jetzt hier dann wie folgt und zwar 20. Wurzel von 5 minus 1 und dann habe ich jetzt hier dann 0,08 3,8 ungefähr raus, also 8,4% in etwa. Also das Ding sollte jetzt hier dann pro Jahr in ungefähr 8,4% dann wachsen, damit das nach 20 Jahren 1 Million erreicht. Und last but not least, ich habe jetzt hier nur einen Fall, jetzt wird der Gegenwartswert gesucht sein. Hier ist nämlich dann die Frage, also wenn ich jetzt hier einen Zinssatz von 2% am Ende des jeweiligen Jahres dann habe, wie ich jetzt das dann ursprünglich in der Aufgabenstellung dann hatte, wie viel Geld muss ich dann im Prinzip dann heute in die Hand nehmen, um beispielsweise nach 20 Jahren 1 Million zu bekommen. Wir haben jetzt hier dann zum Beispiel den Zinssatz von 2%, wir haben jetzt hier dann eine Laufzeit von 20 Jahren wieder und wir haben jetzt hier einen Zukunftswert von 1 Million und das, was wir jetzt hier dann haben wollen, ist der Gegenwartswert. Also wir wollen ja hier einen Gegenwartswert haben. Ich stelle jetzt erstmal die Gleichung dann um. Wir haben kein geteilt durch 1 plus i hoch n. Das schreibe ich jetzt hier aber mal so und zwar Multiplikation mit dem Kehrwert ist ja Division. Also Division ist ja Multiplikation mit dem Kehrwert. Das ist der Kehrwert hiervon, also von 1 plus i hoch n. Und das wird dann der sogenannte Diskontfaktor sein. Also das ist dann 1 plus i hoch n, ist dann der Wachstumsfaktor, der mir jetzt hier aus der gegenwärtigen Zahlung eine zukünftige Zahlung macht. Und das hier, setzen wir jetzt hier das einfach mal ein. Also hier Zinssatz ist jetzt hier dann 2%, das schreibe ich jetzt hier nochmal dazu. Und dann habe ich jetzt hier dann 20 Jahre für die Laufzeit. Kn ist dann der Zukunftswert, das soll ja wie gesagt 1 Million werden. Und gesucht ist jetzt hier dann der Gegenwartswert, also wie viel Geld ich dann heute sozusagen in die Hand nehmen muss, um in 20 Jahren 1 Million zu haben, meine Damen und Herren. Das ist das, was wir jetzt hier dann ausrechnen wollen. Setzen wir mal ein, 1 Million mal 1 geteilt durch 1,02 hoch 20. Also wir haben jetzt hier dann K0 ist gleich Kn mal 1 geteilt durch 1 plus i hoch n. Das wird jetzt hier dann die Formel dann sein, mit der ich dann eine zukünftige Zahlung wieder in die Gegenwart
ziehen kann, so sagt man das. Das heißt, es entspricht jetzt ungefähr 673.000. Sie dann zu 2% pro Jahr anlegen, sind sie nach 20 Jahren bei 1 Million angekommen. Und das ist das, was ich jetzt hier dann wissen wollte in diesem Zusammenhang. Es sind ja hier 4 Parameter drin, 3 davon sind immer bekannt, 4 muss ich dann irgendwie ausrechnen.